Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen, eine neue Folge im neuen Jahr 2021. Herzlich willkommen beim Rockcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du bist fit, gesund, bist frisch und munter ins neue Jahr gestartet. Ja, und ich bin sehr, sehr aufgeregt. In den nächsten Wochen werden ganz, ganz große Dinge passieren. Ich hoffe, bei dir ist auch schon was im Ausblick oder sagst, da freust du dich schon richtig drauf. Ja, und damit ich vielleicht den einen oder anderen Projektansatz, die eine oder andere Idee ein bisschen beflügeln kann, möchte ich dir in der heutigen Rockcast-Folge meine Learnings aus dem letzten Jahr mit dir teilen. Ich bin jemand, ich liebe Podcasts und die Folgen, die mir, glaube ich, immer am meisten gefallen, wo ich mir persönlich am meisten rausnehmen kann, das sind die, wenn der jeweilige Podcast-Host seine Learnings aus dem vergangenen Jahr teilt. Und genau das möchte ich hiermit machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht das eine oder andere eine Idee für dich ist oder dir irgendwo weiterhelfen kann. Und das ist ja die Idee vom Rockcast. Den Rockcast habe ich gegründet, um genau meine Learnings, die ich tagtäglich machen darf, viele im Jahr etc., dass ich die mit dir teilen kann in der Hoffnung, dass das eine oder andere dir weiterhilft. Und ich sage es immer wieder, wenn es von 100 Leuten eine einzige Person dabei ist, der das weiterhilft, dann ist der Anspruch an mich selbst, an den Rockcast schon erfüllt und jede weitere Person ist ein Geschenk. Ja, und ich hoffe, dass heute bei dir was dabei ist. Was habe ich gemacht? Ich habe mal lediglich da auf meinem Zettelchen vor mir ein paar Stichpunkte geschrieben, das heißt, es gibt wie immer kein Skript oder sonstiges, sondern im Grunde nur diese kleine Notizliste. Und ich habe das jetzt gar nicht nach Priorität oder Ähnlichem sortiert, sondern so wie es mir in den Sinn gekommen ist und von daher vielleicht ja, tatsächlich auch eine innere Priorität. Ja, in diesem Sinne, ich schlage vor, wir starten direkt los und ich freue mich, vielleicht vorab sage ich das noch dazu, wie immer über dein Feedback, entweder per Mail oder auf Apple Podcasts mit einer 5-Sterne-Bewertung oder auf WhatsApp oder wo auch immer. Ich freue mich immer wieder über Feedback, denn das hilft mir, den Rockcast weiterzuentwickeln, neue Themen aufzunehmen. Genauso wie wir es die letzten Folgen auch gemacht haben. Wir nähern uns ja in größten Schritten Folge Nummer 30, was ja schon wieder unglaublich ist. Zeit verläuft und ja. Gut, ich schlage vor, wir starten los. Ein Learning, was für mich dieses Jahr ganz besonders war, basiert auf einem Zitat. Du kennst sicher das Zitat, der Weg ist das Ziel. Und ja, das kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren, aber ich habe es scheinbar all die Jahre nicht richtig verstanden. Ich habe herausgefunden, dass es nicht darum geht, ein Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, den Weg auf dem hin zu diesem Ziel, dass man den genießt. Und das ist im Grunde das Ziel, also der Weg ist das Ziel. Und was bedeutet das? Und ich habe da eine coole Analogie vom Dieter Lange, einem richtig feinen Coach aus Deutschland, gehört. Und der hat gesagt, naja, wir gehen ja auch nicht Skifahren, damit wir wieder beim Lift stehen. Und der Lift ist ja im Grunde das Ziel und da bin ich angekommen. Aber ich gehe ja nicht Skifahren, um eben wieder am Lift in der Schlange zu stehen, sondern ich gehe ja Skifahren, weil ich den Weg genieße. Egal, ob du Skifahrer oder Snowboarder bist, du genießt die Schwünge, du genießt den frischen Schnee, du genießt die geile Landschaft, die herrliche Bergluft. Ja, und unten am Lift, am Ziel angelangt, dann geht es wieder rauf, aber der eigentliche Wohlgefallen, den hat man ja direkt an der Strecke. Und genau das ist für mich die bestbeschreibendste Analogie. Wir gehen ja nicht Skifahren, um am Lift zu stehen, sondern um eben die Strecke zu genießen. Und genauso ist es auch. Und ich habe ja ganz eine große Vision für mich definiert, die Rock World. Da werde ich noch eine eigene Rockcast-Folge dazu machen. Auf alle Fälle, das ist mein Big Picture. Ich bin jetzt gerade, nehme das gerade im Rock Office auf, diese Folge, und sehe vor mir dieses tolle Bild, das mich jeden Tag aufs Neue motiviert. Und ja, und ich will dieses Ziel aber auf der anderen Seite gar nicht erreichen, weil ich einfach den Weg dorthin so genieße. Und das ist für mich das erste Learning, das ich rückblickend jetzt auf das Jahr 2020 ganz intensiv gelernt habe. Der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel per se. Denn wenn du ein Ziel erreichst,
Dann kommt das nächste Ziel. Wir Menschen sind so, wir ticken so. Wenn wir keine Aufgabe im Leben, kein Ziel im Leben haben, dann merkt man, dass man irgendwann unrund wird. Ich habe das in meinem Bekanntenkreis bei dem einen oder anderen beobachten können, sobald die Damen und Herren in die Pension gegangen sind und plötzlich der heißgeliebte Beruf nicht mehr da war und viele Leute sich dann nicht mehr gebraucht gefühlt haben. Sprich, das Ziel hat irgendwo gefehlt. Und ja, deshalb ist auch für mich immer der Neujahresbeginn so unendlich wichtig, weil sich da viele, viele, viele Menschen Gedanken darüber machen, was war gut im letzten Jahr, was möchte ich im nächsten Jahr machen, die Neujahrsvorsätze. Gibt es übrigens jetzt ein paar Rock-TV-Folgen, wo ich mich genau intensiv diesem Thema gewidmet habe, falls du dich da ein bisschen ins Detail einlesen möchtest und auch gewisse Mindset-Methoden kennenlernen möchtest, kann ich dir das empfehlen. Ja, und auf alle Fälle diese besonderen Momente. Sind perfekt dazu, Ziele zu definieren. Aber eben das Ziel zu erreichen per se und die gesamte Zeit auf dem Weg dorthin nur zu stressen etc., das ist der falsche Weg. Sondern der richtige Weg ist, großes Ziel zu haben, das ist schön, das motiviert, das begeistert, wenn das Ziel auch noch ja, für intrinsische Motivation sorgt, sprich du brennst für dieses Ziel, dann ist es perfekt und dann ist der Weg dorthin jede Sekunde. Und das kann positiv, aber auch negativ sein. Es kann einmal Erfolge geben, es kann Misserfolge geben, aber all diese Erlebnisse gehören zum Weg dazu. Und ich sage, wenn alles immer super einfach wäre, wäre es wirklich langweilig. Von daher, der Weg ist das Ziel. Das war für mich eines, ja, dieses Zitat, das ich seit ewig kenne, ergibt jetzt wirklich Sinn. Und jetzt verstehe ich es auch, ne? Dass dieses Jahr, das Jahr 2020 oder das vergangene Jahr, war perfekt dazu oder dafür. Ein zweiter wichtiger Punkt, ja, ein Zitat von Tony Robbins, den kennst du vielleicht. Tony Robbins ist ein, ich sage mal, der Godfather of Coaches, ein US-Amerikaner, und der hat in einem Podcast-Interview gesagt: Prepare for winter. Bereite dich auf den Winter vor. Was bedeutet das? Es schließt im Grunde an das Thema, das ich jetzt gerade erwähnt habe, und zwar: Es gibt Aufwärtsbewegung, es gibt Abwärtsbewegung, es kann nicht immer alles einfach sein. Und der Tony Robbins sagt: Prepare for winter. Schau einfach, der Winter wird kommen. Das wissen wir, genauso wie es bei den Jahreszeiten ist. Wir wissen, es ist der Frühling, dann kommt der herrliche Sommer, dann kommt der auch sehr herrliche Herbst und dann kommt der Winter. Und wir wissen das. Und genauso ist es auch im Beruflichen, im Privaten, im Sportlichen. Es kann nicht immer nur bergauf gehen. Es gibt auch Rückschläge und Anführungszeichen, wobei ich nicht Rückschläge sagen würde, sondern das sind halt einfach Möglichkeiten zu lernen. Und das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern das Gegenteil von Erfolg ist Nichtstun. Das heißt, Misserfolg ist der Bestandteil von Erfolg. Misserfolg ist im Grunde nur ein Weg, der eben nicht zum Ziel führt. Naja, dann probieren wir das ein anderes Mal. Dann ist vielleicht noch einmal ein Misserfolg ein zweiter Weg, der nicht zum Ziel führt. Und der dritte ist dann vielleicht jemand oder ein Weg, der dich dann ein Stückchen weiterbringt. Das heißt, prepare for winter. Sei einfach davon darauf gefasst, dass es auch einmal nicht so gut läuft. Und das ist alles nur, und das bringt mich zum nächsten Punkt, es ist alles Mindset. Egal wie die Situationen bei dir im Leben sind, es ist alles Mindset. Lies das Buch von Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie, war damals im Zweiten Weltkrieg KZ-Gefangener. Der hat im Grunde das Schlimmste erlebt, was man nur erleben kann. Und selbst der hat es geschafft, dass er mit seinem Mindset, mit seinen Gedanken, mit seinen Bewertungen, selbst aus diesen unfassbaren Situationen, die er dort erlebt hat, trotzdem das Beste draus gemacht hat. Und der ist mit perfektem Beispiel vorangegangen. Und von daher, auch wenn es einmal Winter ist, wir machen uns darauf gefasst und wir machen genau wieder das Beste daraus. Das heißt, alles ist Mindset und prepare for winter. Bereite dich einfach auf das Auf und Ab vor, das gehört dazu und das wird auch immer so sein. Und das ist weder gut noch schlecht. Es gehört einfach dazu. Genauso wie es gibt nur den Tag, wenn es auch die Nacht gibt. Oder es gibt nur die Ebbe, wenn es auch die Flut gibt. Und eine Medaille hat auch immer beide Seiten. Auch wenn du halt zum einen Zeitpunkt immer nur eine Seite siehst. Trotzdem beide sind da. Und von daher, Yin-Yang, es gehört immer alles zusammen. Und ja, ergibt einfach ein extrem tolles Bild für mich. Und wenn man das verinnerlicht,
Man kann es immer leicht reden, aber wenn man es verinnerlicht, dann sorgt es für eine gewisse Ruhe, wenn man weiß, okay, völlig egal, wie es daherkommt, ich mache das Beste draus. Und der Dieter Lange, den ich vorhin erwähnt habe, in seinem Buch Verlierer erkennt man am Start, Gewinner auch, da gibt es einen kleinen Buchabschnitt, wo er beschreibt, was Glück ist. Und Glück ist im Grunde nichts anderes wie die Akzeptanz dessen, was ist. Völlig egal, wie es ist, du akzeptierst es. Und es kann einmal bergauf gehen, es kann einmal bergab gehen, es kann im Training einmal super laufen, neue Bestleistungen etc. Dann gibt es Zeiten, das ist völlig normal, wo es im Training einfach nicht gut läuft. Und da gibt es halt die Person, die dann aufgibt und sagt, boah, das ist alles so scheiße. Oder es gibt die zweite Person, die dann sagt, ja, es läuft nicht gut, aber ich hole das Beste raus. Und an diesem Tag sind eben meine 100%, vielleicht im Gesamten gesehen nur 60% von meiner Maximalleistung, aber ich gebe 100%. Und die Ergebnisse auf langfristiger Sicht hingesehen sind sicher besser als der, der aufgibt. Und ja, das ist im Grunde Prepare for Winter. Denk einfach dran, es wird auch einmal anders kommen. Es wird wieder aufwärts gehen, abwärts gehen. Beides gehört zusammen. Das vierte Learning, das ist auch etwas, das ich schon lange gewusst habe vom Grundverständnis her, das sich aber jetzt einfach mit vielen Praxisbeispielen wieder gezeigt hat, dass es ja, tatsächlich so ist. Und zwar, man unterschätzt das, was man, oder anders formuliert, ich beginne anders, man überschätzt das, was man an einem Tag schafft. Sprich, du kennst es vielleicht, wenn du am Morgen oder am Tag davor eine To-Do-Liste schreibst, wo du alles raufschreibst, was du nächsten Tag erledigen möchtest, dann passiert es oftmals, dass man diese Liste da schreibt und nächsten Tag kommt man drauf, ui, viel zu viele Punkte, das geht sich niemals an diesem Tag aus. Das passiert regelmäßig. Ich habe mittlerweile schon ein halbwegs ein gutes Gefühl, dennoch oftmals unterschätzt man einfach gewisse Dinge. Und die brauchen dann länger als geplant und somit ist halt die To-Do-Liste, die du für einen Tag geschrieben hast, vielleicht dann brauchst du vielleicht eineinhalb oder vielleicht sogar 2 Tage, um sie zu erledigen. Das heißt, man überschätzt relativ schnell das, was man an einem Tag schafft. Wenn du aber dein ganzes Jahr Revue passieren lässt, und das mache ich jedes Jahr am Ende des abgelaufenen Jahres, so wie jetzt 2020, lasse ich das gesamte Jahr Revue passieren. Ich gehe jeden Tag des Kalenders durch und notiere mir diese Events, die mir einfach in Erinnerung geblieben sind oder die, wo ich gesagt habe, die sind was Besonderes gewesen. Die schreibst du auf eine Liste auf und dann wirst du drauf kommen, dass du von den 365 Tagen sehr, sehr viele coole Events hattest, sehr, sehr viele coole Momente, Geschehnisse hattest, ja, die es wert sind, noch einmal darüber nachzudenken. Und das schließt im Grunde den Kreis. Man überschätzt das, was man an einem Tag schafft, aber man unterschätzt das, was man im Laufe eines gesamten Jahres schafft. Das ist einfach so ein langer Zeitraum, 365 Tage, 365 leere Seiten, die man selbst jeden Tag neu beschreiben kann. Und du kennst es vielleicht, man ist immer wieder im Alltag irgendwo drinnen, in dem klassischen Hamsterrad und dann vergisst man einfach, dass vielleicht vor 3, 4 Wochen ein richtig tolles Erlebnis war. Und diese Reflexion am Jahresende, dieses Durchgehen des Kalenders und Aufschreiben dieser Dinge, die da passiert sind, das zeigt dann einfach wieder mal, was man eigentlich im Laufe eines Jahres wirklich alles schaffen kann. Und das flasht mich richtig. Von daher, man überschätzt das, was man pro Tag schafft, aber man unterschätzt das, was man im Jahr schaffen kann. Und das möchte ich da auf alle Fälle ans Herz legen. Ein weiteres Zitat, ein Learning unter Anführungszeichen, wobei das war kein Learning, aber mir hat einfach das Zitat so gut gefallen und das passt einfach für mich auch für dieses Jahr. Das war ein Konzert, ein Live-Mitschnitt, den ich mir angeschaut habe von einem Konzert. Und da hat man in der Zuschauermenge jemanden gesehen, der hatte ein Schild in der Hand, ein selbstgeschriebenes großes Kartonschild. Und du hast halt während dieser Musik, das war der Paul Kalkbrenner, den kennst du vielleicht, hammermäßige Musik. Und dann filmt das Kamerateam so in die Zuschauermenge, alle extrem gut drauf, Kaiserwetter, blauer Himmel, ich weiß gar nicht, wann das aufgenommen worden ist, völlig egal, aber man merkt einfach die Stimmung, unpackbar geil, die Musik, ein Traum. Und dann sieht man einfach da einen jungen Mann, der ein selbstgeschriebenes Schild nach oben hält und da steht drauf,
Collect moments, not things. Sprich, sammle Momente und keine Dinge. Und das hat mich so geflasht, wie ich das gesehen habe, mit dieser Hammerstimmung, die dort mit der Musik herrscht, den Ausdruck dieser Leute, wie entspannt die waren, wie die das genossen haben, dieses Kaiserwetter noch dazu und dann dieses Schildchen. Und da habe ich einfach gemerkt, genau so ist es. Die Dinge, die uns in Erinnerung bleiben, sind meistens nicht die, dass wir uns irgendwas Neues und Tolles gekauft haben. Das ist auch immer schön, ja. Aber dieser Moment vergeht schnell. Aber die richtig emotionalen Momente sind meistens die, die irgendwo, ja, ungeplant passiert sind. Und das hat nicht immer unmittelbar jetzt was mit einer Sache zu tun, sondern oftmals ist es was Zwischenmenschliches oder ein anderes Erlebnis in der Natur oder wie auch immer. Und dieses Zitat einfach, collect moments, not things, versuche einfach geile Momente zu sammeln, und nicht nur Dinge zu sammeln, das beschreibt es einfach noch einmal extrem gut. Ja, das wollte ich da auf alle Fälle auch noch mitgeben. Ja, und das Letzte, ich hatte viele mehrere Learnings, aber das waren für mich die wichtigsten auf alle Fälle. Und das Letzte, was für mich ja auch extrem wichtig ist, und das kenne ich auch schon seit vielen Jahren, aber es ist mir dieses Jahr einfach noch einmal bewusst worden. 2020 war ja ein Jahr, das für mich auch als Unternehmer ein spezielles war. Man ist plötzlich mit Dingen konfrontiert, beispielsweise bei Rocksports, Fitnessstudios, Crossfit-Boxen, Trainingseinrichtungen, alles geschlossen. Dementsprechend bricht dieser gesamte Umsatz weg. Vorträge, Workshops, Keynotes etc. All diese Dinge, naja, wenn es keine Veranstaltungen gibt, fallen die auch alle weg. Dementsprechend gibt es einfach einen gewissen Umsatzrückgang, wo man sagt, boah, okay, wie machen wir das jetzt weiter? Wie können wir die Mitarbeiter entsprechend halten? Wie können wir das Geschäft aufrechterhalten etc. Und da habe ich einfach gelernt, erstens einmal, wir sind in Österreich, wir sind, oder egal, auch wenn du von Deutschland, von der Schweiz, von Südtirol, Italien zuhörst, wir leben in Europa, egal wie die Umstände sind, geht es uns einfach in Relation gesehen sehr, 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 sehr gut. Völlig egal, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist. Es gibt Leute auf diesem Planeten, die den morgigen Tag nicht erleben, weil sie einfach nicht genug zu essen, nicht genug zu trinken haben. Das heißt, sobald du was zu essen, zu trinken und ein Dach über dem Kopf hast, geht es dir besser wie ein Großteil oder vielen Menschen auf dieser Erde. Und da merkt man einfach, einen Schritt zurückgehen und einfach einmal dankbar sein für das, was wir haben. Und man merkt ja das gerade in diesen Zeiten, in Nachrichten, Social Media, es wird so viel gejammert, gesudert. Das ist ja in einem gewissen Bereich gut, dass man auch alles reflektiert. Aber eben alles schlecht zu machen, das ist das, mit dem ich relativ wenig anfangen kann, weil im Großen und Ganzen gesehen geht es uns extrem gut. Und auf was ich hinaus will, ist, auch wenn es mal nicht so läuft wie geplant, auch wenn es einmal ja, nicht so läuft, wie man sich ursprünglich gedacht hat. Und ich habe vorher noch von Misserfolgen gesprochen. Wenn du das Gefühl hast, na, jetzt ist ein Misserfolg, das, was du geplant hast, ist nicht eingetroffen. Es hat für Rocksports dieses Jahr Umsatzziele gegeben, Wachstumsziele gegeben, die ich halt schlicht und einfach nicht erreichen konnte. Ist ein Misserfolg unter Anführungszeichen. Aber ich habe versucht, okay, was kann ich aus dieser Situation lernen? Wir haben extrem viel im Unternehmen, am Unternehmen gearbeitet, um das Ganze effizienter, nachhaltiger zu gestalten etc. Und von daher, auch wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es mal nicht wie geplant läuft, einfach weitermachen. Versuch immer dein Bestes zu geben, völlig egal, wie die Rahmenbedingungen sind. Variante 1 ist, du kannst jammern, du kannst zudern und aufgeben. Und Variante 2 ist, du machst einfach das Beste draus. Und dieses Jahr war einfach, oder das vergangene Jahr war einfach wieder perfekt dafür. Und so tragisch, wie das Ganze ist mit Krankheit und so weiter, ich bin trotzdem dankbar dafür, für diese Erfahrung für mich persönlich, weil ich einfach daraus was ziehen, für mich rausziehen konnte. Und ja, bin einfach dankbar, dass da trotz dieser nicht so guten Situation, wie gesagt, was Gesundheit, Wirtschaft etc. betrifft, dass wir da trotzdem was Gutes rausziehen haben könnten. Ja, das war es im Grunde von meiner Seite. Ich fasse noch einmal zusammen. Oh, ich sehe gerade, da habe ich noch einen Punkt vergessen. Und zwar, ui, ja, der ist auch ganz, ganz wichtig. Und zwar Stichwort Morgenroutine. Morgenroutine. Ich habe
lange Zeit ist in meinem Verständnis jetzt 3, 4 Jahre in die Vergangenheit zurück, habe ich viele Leute immer von dem Thema Morgenroutine gehört und gelesen und die sagen, ja, ich mache jetzt die Morgenroutine von Bill Gates und so weiter und dann werde ich auch so erfolgreich und ja und so fort. Auf alle Fälle habe ich dann immer gesehen, sobald ich mir das ein bisschen im Detail angeschaut habe, dass diese Überlegungen immer sehr, sehr seicht waren. Sprich, ja, die haben halt dieses gemacht und wenn ich halt das Müsli esse, das der Bill Gates in der Früh isst, dann werde ich halt erfolgreich. Aber anhand meiner Anmerkung merkst du schon, dass das ja, eher lustig gemeint ist, eher sarkastisch gemeint ist. Das heißt, das Ganze sollte ja viel, viel tiefer greifen. Und ich habe jetzt für mich einfach über die letzten 2, 3 Jahre eine Morgenroutine entwickelt, die sich mittlerweile so in eine Gewohnheit umgewandelt hat und die mir so einen Schub an Effizienz im Alltag gibt, einen Schub an Routine gibt, an Sicherheit gibt, an Selbstbewusstsein gibt. Das ist unglaublich und dieses Learning möchte ich da auch mitgeben. Ich habe ja, wenn ich mich richtig erinnere, schon eine Folge zum Thema Morgenroutine gemacht. Wenn nicht, dann werde ich das auf alle Fälle noch nachreichen. Es tut mir leid, ich komme da in den Gedanken durcheinander. Es gibt zu viele Rock-TV-Folgen, es gibt zu viele Rockcast-Folgen, aber das werde ich mir auf alle Fälle noch anschauen. Ja, und eine Morgenroutine dient dazu, dass man einfach in einer geregelten Art und Weise in den neuen Tag startet. Und ich mache das einfach bei mir in Kurzfassung. Bevor ich ins Büro gehe, bevor ich den ersten Schritt oder den ersten Finger auf den Laptop lege und lostippe, bevor ich das erste E-Mail checke, bevor ich das erste Mal meine Social Media Kanäle checke oder sonstiges, bevor ich das tue, gehe ich in der Früh meine Podcast, meine Morgenrunde. Das ist meistens zwischen 10 und 20 Minuten, völlig egal welche Witterung. Draußen eine Runde spazieren, meistens zu einer Zeit, ich sag 5, 6, 6, irgendwo in der Größenordnung, wo es noch relativ ruhig draußen ist, stöpsel mir da die Earpods ins Ohr und höre mal einen coolen Podcast an und mache mal gleich Notizen und so weiter. Das heißt, ich gehe in der Früh raus, ich aktiviere mich körperlich, ich konsumiere Content, ich konsumiere Inhalt, der mich weiterbringt, aus dem ich hinsichtlich meiner Zielsetzung wieder was ableiten kann. Ja, und wenn ich diesen Spaziergang fertig habe, bin ich zu Hause. Ich bin aktiv. Der Körper ist ja aufgedreht sozusagen, beziehungsweise einfach, wie gesagt, aktiv. Und ich merke einfach, ich bin auch mental jetzt komplett da. Und dann gehe ich her, reflektiere das, was ich in dem Podcast gehört habe, schreibe das meistens auch in meine Journale rein, ziehe meine Lehren daraus und erst dann geht der Weg zur Espressomaschine, ein feiner Espresso, und dann geht's los mit der tatsächlichen Arbeit des Tages. Und diese Morgenroutine mache ich jeden Tag. Jeden Tag. Und wenn es einmal nicht stattfindet, dann ist es vielleicht, wenn ich einen noch früheren Morgentermin habe. Aber in der Regel ist diese Morgenroutine jeden Tag. Und das sorgt dafür, bei einer gewissen Zeit, Routinen werden in etwa dann zur Gewohnheit, wenn man etwas 1,5, 2, 2,5 Monate lang macht. Ich mache das jetzt mittlerweile seit einigen Jahren. Das heißt, es gehört für mich dazu. Wenn ich das einmal nicht mache, merke ich, hey, irgendwas fehlt da. Und diese, lange Rede, kurzer Sinn, diese Morgenroutine, diese Sicherheit, wenn ich genau weiß, okay, wenn ich so in den Tag starte, dann bin ich höchst effizient. Ich erinnere mich dann jeden Morgen bei der Podcastrunde und danach beim Journalschreiben daran, was meine Ziele sind, wo die Reise hingehen soll. Jeden Tag in der Früh aufs Neue. Ich schaue jeden Tag in der Früh darauf, dass es dem Körper gut geht. Ein frisches Glas Wasser in der Früh trinken. Also all diese einzelnen Komponenten, die unter dem Namen Morgenroutine dann zusammengefasst werden, das eben nicht nur das Müsli von Bill Gates ist, sondern deutlich mehr noch dahinter. Und das kann ich da einfach ans Herz legen, dass du dich da, wenn du das vielleicht noch nicht machst, dir einfach einmal Gedanken machst. Und das hat mir unglaublich viel weitergeholfen. Vor allem auch in diesem oder im vergangenen speziellen Jahr, wo man viel nachdenken, viel grübeln muss. Da war die Morgenroutine einfach immer der tägliche Anker. Und wenn ich weiß, die Morgenroutine habe ich gemacht, starte ich perfekt in den Tag rein und da ist jeder Tag super effizient. Ja, und genau das empfehle ich dir von Herzen. So, jetzt wollte ich eigentlich die Learnings zusammenfassen und dann habe ich noch diesen Punkt gefunden. Das sei mir verziehen, sorry dafür. Aber jetzt noch einmal eine kurze Wiederholung.
Punkt Nummer 1 war Prepare for Winter, dass man sich einfach anschaut, okay, es ist nicht immer alles nur positiv, es kann auch negativ sein, aber das gehört dazu. Prepare for Winter, sei einfach bereit, dass auch einmal nicht immer alles gut läuft, sondern vielleicht auch einmal so läuft, wie du es nicht haben möchtest. Punkt Nummer 2, es ist alles Mindset. Wir entscheiden, wie wir mit den Geschehnissen umgehen, die uns passieren. Ich bringe wieder den Viktor Frankl ins Ziel. Der hat gesagt, oder ins Gespräch, der Viktor Frankl hat gemeint, den Reiz, den wir von außen bekommen und wie wir darauf reagieren, das ist die letzte Freiheit, die uns niemand nehmen kann. Man kann alles machen, so wie es beim Viktor Frankl im KZ damals war. Er hat gesagt, die Leute dort können alles mit mir machen, aber was sie nicht machen können, ist die Art, wie ich auf etwas reagiere, zu verändern. Und das ist die letzte Freiheit, die wir Menschen haben. Und das ist alles im Kopf, das ist alles Mindset. Der dritte Punkt war, man überschätzt das, was man pro Tag schafft, aber man unterschätzt das, was man im Laufe eines gesamten Jahres schaffen kann. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, und das letzte war, auch wenn es mal nicht wie geplant läuft, einfach weitermachen. Wir wissen, der Winter kommt und dann kommt aber danach auch ganz sicher wieder der Sommer. Das wissen wir. Ja, und der letzte Punkt, die Morgenroutine. Starte jeden Tag kontrolliert. Erinnere dich jeden Tag in der Früh an deine persönlichen Zielsetzungen. Achte auf deinen Körper, achte auf deine Gesundheit, achte auch auf deine mentale Gesundheit. Denn unser Körper ist nicht nur ein Sammelsurium aus Muskeln, aus Knochen und ein bisschen einer Hirnmasse, sondern wir Menschen sind ein komplexes Wesen, wo einfach viele verschiedene Komponenten dazugehören, und achte einfach auf eine Gesundheit all dieser Komponenten, auf ein gesundes, ausgeglichenes Leben in diesem Bereich. Ja, das war's von meiner Seite. Damit einen super tollen, geilen Start in das Jahr 2021. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Wenn dir das gefallen hat, lass mal Feedback da, lass mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts da, wenn dir das gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über Anrufe, übers WhatsApp-Nachrichten, E-Mail, wo auch immer du mir gerne Feedback geben möchtest. Darüber freue ich mich. Das ist der Rockcast, ist mein Herzensprojekt. Und wenn du nur ein einziges Wörtchen aus der heutigen Folge rausnehmen könntest, das dir weitergeholfen hat, dann ist mein Anspruch erfüllt. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche dir das Beste für dieses Jahr. Viel Gesundheit, viel Erfolg in welchem Bereich auch immer. Genieße es. Und ja, sei mal dankbar dafür, dass wir in ein neues Jahr starten dürfen. Alles Gute und bis bald.